Vielleicht kennst du auch den Spruch von Albert Einstein, der gesagt hat, wenn du etwas anderes erwartest als das, was du bisher bekommen hast, aber das Gleiche tust, dann ist das Wahnsinn. Und da stellen sich viele Menschen, vielleicht auch du, die Frage, was konkret musst du tun, um erfolgreicher zu sein? Sprich, in der Zukunft andere Ergebnisse, bessere Ergebnisse zu haben, als du jetzt oder bisher hattest. Und darum geht es in diesem Film. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, sondern begleite seit über 20 Jahren noch Menschen dabei, erfolgreicher zu sein. Deshalb kenne ich aus vielen tausend persönlich begleiteten Geschichten die Wege, die Erfolge, aber auch die Niederlagen und die Hindernisse, die Menschen davon abhält oder fördert, erfolgreicher zu sein. Und deshalb kann ich dir aus der Praxis für die Praxis sagen, was es genau zu tun gilt, um erfolgreicher zu sein. Wenn du im Internet suchst, wirst du eine ganze Reihe von Methoden, von Erfolgschecklisten, von Meinungen und Ansichten zum Thema Erfolg finden. Viele sind recht kompliziert, umfangreich. Ich persönlich glaube, dass aber die Dinge recht einfach sind, wenn sie wirklich gut funktionieren. Deshalb hat die Methode, von der ich dir heute mitteile, nur 3 Schritte. Und die kannst du jeden Tag aufs Neue einsetzen. Kommen wir nun zum ersten der 3 Punkte, der von den meisten Menschen falsch gemacht wird. Denn wenn du das Ziel hast, finanziell unabhängig zu sein, zeitlich unabhängig zu sein und viel gestalten zu wollen in deinem Leben, dann wird es relativ schwierig, wenn du als Angestellter im öffentlichen Dienst tätig bist oder wenn du in einer kleinen Nische in irgendeinem Konzern oder einem Unternehmen sitzt, wo du wenig Aufstiegsmöglichkeiten hast und wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Hier gilt es also, die erste Frage zu stellen. Tust du tatsächlich das Richtige? Und diese Frage stell dir bitte nicht nur heute, sondern auch am Ende des Monats, am Ende des Quartals, am Ende des Jahres, bis an den Rest deines Lebens. Denn das einzig sichere im Leben ist nicht die Stagnation, sondern die Veränderung. Das heißt, du brauchst regelmäßig eine Korrektur, ob du tatsächlich in Anbetracht deiner Lebensziele das Richtige tust. Als ich damals zum ersten Mal diesen Tipp bekommen habe, das zu tun, klang es für mich banal. Denn es war logisch, dass ich das Richtige tun muss. Aber die Frage ist, weißt du das ganz genau, ob das Richtige ist? Und wenn nicht, wie kannst du das herausfinden? Und die Lösung habe ich einfach mal notiert. Nämlich dein Leben nicht einfach nur in privat und beruflich zu unterteilen, sondern dir genau Gedanken zu machen, was für Früchte, was für Ergebnisse, welche Resultate brauchst du in der Zukunft, um dann zu sagen, das ist das Richtige. Es hat sich gelohnt, Zeit und Geld dort zu investieren. Deshalb lade ich dich heute dazu ein, Schluss zu machen mit dieser veralteten Einstellung Work und Life Balance, sondern eher zu wechseln eine Life Balance. Es bedeutet also, sich im Leben darüber Gedanken zu machen, was ist denn überhaupt das Richtige in allen Lebensbereichen? Und die meisten Menschen haben zwischen 7 bis 10 Lebensbereiche. Vielleicht denkst du, das sind zu viele Lebensbereiche. Mir ging es damals genauso, als mein Coach gesagt hat, dass ich mir 10 Ordner kaufen soll für 10 Lebensbereiche. Der erste Bereich, der sich damals bei mir herausgestellt hat, ist die Sinnfrage, wozu bin ich da? Später kam dazu das Thema Spiritualität. Was kommt nach dem Tod? Gibt es da überhaupt etwas? Eine zentrale Frage, die viele Menschen sich erst viel zu spät stellen und da natürlich viel Lebenszeit verschwenden. Im zweiten Lebensbereich kann es zum Beispiel um die wichtigste Beziehung in deinem Leben gehen, nämlich zu deinem Lebenspartner, zu deiner Familie, zu deinen Kindern. Im dritten Bereich geht es um deine wichtigste Ressource, dein wichtigstes Kapital. Das ist nicht Geld. Vielleicht auch nicht Zeit, sondern die Gesundheit, damit du lange genug Zeit hast. Also Fitness, Erholung, Ernährung. Im vierten Lebensbereich geht es dann darum, wer du bist, dass du dich loslöst von mentalen Fesseln und dich persönlich weiterentwickelst zu dem Mensch, der du sein kannst. Also Persönlichkeits-Identitätsentwicklung. Im fünften Bereich geht es darum, dass du deine Fähigkeiten ausbaust, deine Kompetenzen, dass du neue Dinge lernst und Fähigkeiten erwirbst, die du bisher noch nicht hast. Als Idee für den 6. Lebensbereich kann dein Beziehungsnetzwerk sein. Denn Beziehungen schaden bekanntlicherweise nur dem, der keine hat. Das bedeutet also, übernimm Verantwortung über deine Bekannten, deine Freunde, deine Familie, dein geschäftliches Netzwerk, aber auch das Netzwerk derjenigen, die dich fördern und derjenigen, die du förderst. Nummer 7, da geht es dann um deine Berufung. Also, wie willst du effektiv Menschen dienen? In welchen Bereichen bist du mit deinen Talenten und Interessen am besten aufgehoben? Wo ist dein Wertschöpfungsgrad am höchsten? Wo haben die Menschen es am liebsten, dass du ihnen dienst und du dafür auch dein Geld bekommst? Nummer 8, da geht es dann um die Verwaltung. Alles, was dir anvertraut ist,
Vom Auto, über die Wohnung, die Produktionsgeräte, die Unternehmen, also alles, was du an Ressourcen hast, muss verwaltet werden, damit es nicht verfällt. Beim Lebensbereich Nummer 9, da geht es dann auch um Spielspaß und Abenteuer. Also die Bucketlist, vielleicht kennst du den Film. Was willst du tatsächlich in deinem Leben auf der Erde noch erlebt haben? Und der 10. und der letzte Lebensbereich, da geht es um das Organisationsvermögen, dein Selbstmanagement, dein Zeitmanagement, dein Aufgabenmanagement, dein Zielmanagement und vielleicht auch ein bisschen um dein emotionales Management, was erforderlich ist, all das tatsächlich zu wuppen. Wenn du in einem unbekannten Gebiet unterwegs bist, ist es gut, wenn du eine Karte hast und wenn die sogar noch passt. Wenn du aber vermeiden möchtest, dass du das Leben eines anderen lebst, dann heißt es für dich, deine eigene Karte zu schreiben. Erst mit deiner eigenen Karte wirst du feststellen, ob du auf dem richtigen Weg bist und das Richtige tust. Wenn du dir also jetzt aufgeschrieben hast, was genau du erreichen willst, dann weißt du zumindest, wohin es geht. Du bist also dabei, das Richtige anzusteuern. Nur was du auf der Karte auch noch erkennen wirst, sind Wege, sind Pfade, sind Geländehinweise, die du beschreiten kannst, die also zu deinem Ziel das Richtige führen. An deinem Standort kannst du allerdings nicht nur in 360 Grad verschiedene Richtungen losmarschieren, sondern du bist tatsächlich in einer Kugel. Du kannst, und das ist die Formel 4 Drittel mal Pi mal R hoch 3, in alle Richtungen jeden Tag aufs Neue losmarschieren. Die entscheidende Frage ist nur, ist der gewählte Weg auch der Weg, wie du es richtig tust, damit du das Richtige erreichst? Die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein, heißt also als erstes, tust du das Richtige, bist du auf den richtigen Wegen unterwegs und tust du es auch richtig? Das heißt, gehst du tatsächlich auf diesen zielorientierten Plänen auch den richtigen Weg? Und tust du es nicht, so spricht man in der Unternehmensberatung und Controlling von Abweichung. Und das ist normal, wie in der Seefahrt. Deshalb gibt es eine Abweichungsanalyse. Aber du wirst erst feststellen, ob du abgewichen oder auf dem richtigen Kurs bist, wenn du dir deine Ziele gesetzt hast und deine Pläne, also deine persönlichen Erfolgsstraßen zu deinen Zielen auch notiert hast. Erst dann kannst du erkennen, ob du richtig oder falsch unterwegs bist. Wir setzen jetzt vor dem dritten Punkt voraus, dass du das definiert hast, was das Richtige ist, die Wege gefunden hast und auch Pläne hast, wie du es richtig tust. Die dritte Komponente, die du jetzt brauchst, ist Zeit oder Tun. Das bedeutet also, wenn du so eine Uhr hast wie beispielsweise ich, dann weiß ich jeden Tag zu jeder Stunde, wie voll meine Energiebatterie ist. So wie bei deinem Akku oder deinem Handy geht es auch deinem Körper. Du kannst also maximal 100% erreichen oder nur mit 10% zur Arbeit kommen. Das Ergebnis wird es dann zeigen, wie weit du in deinen Wegen und Straßen tatsächlich vorangekommen bist. Dein Terminkalender, wenn du ihn jetzt aufmachst und in die letzte Woche guckst, wirst du feststellen, wie viel Prozent du deiner dir gegebenen Zeit, also 168 Stunden in der Woche, tatsächlich in deine Wege zu deinen Zielen investiert hast. Und es gibt einige Lebensbereiche, einige Ziele, die viel Zeit brauchen. Meistens ist es so, dass alleine deine Gesundheit, dein Fitness, dein Training, deine Ernährung und die Hygiene, die Besuche von Ärzten, Vorsorgeuntersuchungen oder andere Handlungsmaßnahmen schon alleine 60 bis 70 Stunden in der Woche an Zeit benötigen. Meistens ist es auch so, dass der Bereich der Dienstleistung, Service, Unternehmensaufbau, Selbstständigkeit, Angestellter, Führungskraft auch Minimum 40 Stunden kostet. Das bedeutet, da sind schon mal über 100 Stunden weg und jetzt verbleiben dir noch ca. 60 Stunden, die du in die anderen Lebensbereiche verteilen kannst. So einfach diese Formel auch klingen mag, tue das Richtige, tue es richtig und investiere so viel Zeit wie möglich. Hört sich zwar einfach an, aber wenn du in dein Umfeld schaust, wirst du wenig Menschen treffen, die das konsequent 52 Wochen im Jahr auch tun. Vielleicht musst du es nicht 52 Wochen tun, vielleicht nur 48 und machst 4 Wochen Urlaub. Aber selbst diese Menschen findest du selten, die 48 Wochen mal 10 oder 20 Jahre konsequent auf die richtigen Ziele sich vorwärts bewegen. Und wenn du auch zu den Menschen gehörst, die aus der Abhängigkeit herauskommen wollen, die selbst erfolgreicher werden wollen, ihre Ziele zu finden, die Pläne zu erstellen und diese auch zu beschreiten, dann lade ich dich gerne ein zu einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben bei uns im Team nicht nur traditionelle Unternehmensberater, sondern auch Coaches. Wir haben Spezialisten dafür, die dich dabei unterstützen, dein Konzept tatsächlich abzubilden. Wenn du dich selbstständig machen willst, im Finanzplan, im Businessplan und mit allen möglichen Konzepten, Marketing, Verkauf und Vertriebskonzept, dich dabei zu unterstützen, deine Ziele zu finden
und die entsprechenden Pläne aufzustellen. Sicherlich wirst du jetzt feststellen, dass das Ergebnis hier in diesem Konzept, erfolgreich zu sein, nichts mit Glück zu tun hat, sondern vielmehr mit Fleiß. Und wenn du selbst diesen Fleiß, die Zeit investieren möchtest und dabei kompetente Unterstützung brauchst, dann lade ich dich ein, jetzt nicht nur den Film zu liken, den Kanal zu abonnieren, sondern auch jetzt Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch. Denn in einem ersten Interview können wir dir Wege aufzeigen, wie wir dich unterstützen, damit du von unseren Erfahrungen profitierst und viele Umwege und viele Irrwege und Sackgassen vermeidest. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem Weg zu deinem Erfolg. Dein Daniel Schäfer.